Die Arbeit der Bergwacht ist einfach, den bodengebundenen Rettungsdienst zu unterstützen bei Rettungen, Bergungen und Suchen in unwegsamen Gelände. Ich habe heute hier die Bergwacht Thüringen mit dem Stützpunkt in Gelberg besucht. Die Bergwachten in Thüringen, das glaubt immer gar keiner, haben eine ziemlich wichtige Aufgabe. Wir haben viel Tourismus, gerade im Skibereich im Winter. Wir haben aber auch Kletterfelsen hier. Wir haben Waldgebiete, in denen Forstarbeiter arbeiten. Und immer da kann es natürlich auch zu Unfällen kommen. Und immer dann ist die Bergwacht ganz wichtig, nämlich Leute aus schwierigem Gelände zu bergen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die in Thüringen lange vernachlässigt wurde. Und zum Glück ist es aber gelungen, im Landtag eine Übereinkunft darüber zu haben, dass wir sie in das Rettungsdienstgesetz mit aufgenommen haben. Und jetzt liegt es noch daran, den Bergwachten auch eine ordentliche Ausrüstung zu geben. Das ist der nächste Schritt und da hoffe ich, für den nächsten Haushalt auch etwas rausholen zu können. Und hoffen, dass eigentlich nicht allzu viele in so eine Situation kommen, wo wir helfen müssen. Aber wenn, könnt ihr euch wirklich auf uns verlassen.